Herzlich willkommen im X-Lab. Heute geht es mal wieder um das Thema Stillleben. Ich habe mich seit langer Zeit mal wieder für mein Portfolio Stillleben angenommen. Und ich denke, jeder Fotograf, auch wenn er nicht hauptsächlich Stillleben fotografiert, sollte sich damit beschäftigen. Stillleben sind unheimlich kleinteilig, also ich meine das jetzt nicht die Objekte selber, sondern in der Vorbereitung, in der Lichtsetzung, in der Ausarbeitung, weil Stillleben je nach Material, ob das nun Glas oder Metall oder Leder oder andere Materialien sind, die verzeihen nichts und man sieht praktisch jeden Fehler. Man sieht die Beleuchtungsfehler, man sieht den Staub, man sieht die perspektivischen Fehler und das macht Stillleben für die Ausbildung so interessant. Ich selber fotografiere sehr gerne Stillleben, wenn es stimmungsvolle und intensive Aufnahmen sind. Natürlich ist auch ein Teil die Produktfotografie. Die Produktfotografie ist genauso anspruchsvoll und herausfordernd wie die Stilllebenfotografie. Und auf ein paar Aspekte möchte ich heute eingehen. Ich sitze jetzt direkt hier am Set, weil ich die letzten zwei Tage an Fotos für mein Portfolio gearbeitet habe. Und mir sind da ein paar Sachen aufgefallen, die man vielleicht mal formulieren sollte. Einer der ersten Punkte, die ich heute ansprechen möchte, sind die räumlichen Dimensionen des Aufbaus. Ähnlich wie bei People-Fotos, aber eigentlich sogar noch wichtiger, ist bei Stillleben die Trennung zwischen Vordergrund, Hintergrund und den Lichtquellen. In meinem ersten Aufbau habe ich Gläser fotografiert. Gläser sind besonders schwierig, weil sie zum einen durchsichtig sind, weil sie zum anderen aber auch alles reflektieren, was sich im Raum befindet. Und deswegen ist es gerade bei Gläsern oder metallischen Gegenständen unheimlich wichtig, die Lichtquellen der Beleuchtung und die Lichtquellen des Hintergrundes zu trennen. Und das habe ich hier durch Abstände gemacht. Ich habe also eine Lampe, die die farbigen Kartons im Hintergrund beleuchtet und ich habe ein Striplight, das meine Gläser bzw. später dann die 50er Jahre Kleiderbügel beleuchtet. Und nur durch diese Trennung habe ich die volle Kontrolle über die Beleuchtung. Und das ist sehr wichtig, weil das kann sehr schnell zu komischen Effekten und Reflexionen führen. Ein anderer Aspekt ist die Brennweite. Verwenden Sie nicht zu kurze Brennweiten, gehen Sie weg vom Objekt, weil alles, was kurze Brennweiten bedeutet, gibt perspektivische Verzerrungen der Objekte. Wenn man das nicht möchte, ist das eher hinderlich. Richten Sie die Kamera geradeaus, waagerecht. Je kürzer die Brennweite und je stärker die Abweichung von der waagerechten, desto mehr bekommt man unter Umständen stürzende Linien und das kann bei Produktaufnahmen sehr ärgerlich und sehr unschön sein. Ich habe hier mit der Phase One und Festbrennweiten gearbeitet und ich habe so festgestellt, dass für die meisten Stillleben die 150er Brennweite, das entspricht ungefähr der doppelten Normalbrennweite, also bei Kleinbild wäre das dann ungefähr 100 mm, ist somit die beste oder sagen wir mal die kürzeste Brennweite, bei der keine großen perspektivischen Verzerrungen auftreten. Ja, und dann kann man flexibel arbeiten, dann kann man die Hintergrundkartons austauschen, die sind unterschiedlich hell. Ich habe unterschiedliche Farben im Hintergrund, also muss ich das Licht auf den Kartons ändern, die Helligkeit, und das kann ich nur, wenn diese Lichtquelle sich von der Lichtquelle der Beleuchtung im Vordergrund trennt und dann kann ich mit der Transparenz spielen. Das zweite Thema waren die 50er Jahre Kleiderbügel. Die sind ganz klasse, weil die so ein bisschen so eine Lack-Lederoberfläche haben und eben diese Messingknöpfe. Und hier muss ich mit sehr seitlichem Streiflicht arbeiten, um die Materialien und die Formen rauszuarbeiten. Bei dieser Aufnahme bin ich dann insgesamt wieder dichter rangegangen mit allen Lichtquellen und habe den Hintergrund nicht beleuchtet. Ein dunkles Braun war da meiner Meinung nach die optimale Hintergrundfarbe. Und hier sieht man dann auch, wie wichtig bei solchen Aufnahmen das Licht ist, weil eine normale Beleuchtung, zwei Softboxen von vorne, würden zwar das Objekt richtig und gleichmäßig beleuchten, aber es wäre auch völlig langweilig. Bei Stillleben und gerade bei Stillleben kommt es eben darauf an,
dass man Akzente setzt, dass man den Betrachter fesselt, noch mehr als vielleicht bei People-Aufnahmen, weil der Mensch für menschliche Aufnahmen wesentlich offener und zugänglicher ist, weil das direkt in seinem Interesse liegt. Also Stillleben muss man besonders spannend fotografieren. Die Beleuchtung ist unheimlich wichtig bei Stillleben, weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, viele Materialien nichts verzeihen. Das sind besonders Glas- und metallische Oberflächen. Wenn man People fotografiert, die Haut, die Haare und die Kleidung sind ja meistens matt und glänzen nicht. Und leichte Änderungen in der Beleuchtung oder nicht ganz so korrekte Beleuchtung wird da sehr schnell toleriert. Also das fällt dann kaum auf. Das ist aber bei Stillleben halt überhaupt nicht der Fall. Und deswegen empfehle ich jedem, machen Sie Stillleben. Sie können unheimlich viel lernen. Es ist natürlich sehr zeitaufwendig. Man muss nicht denken, nur weil die Objekte klein sind, braucht man weniger Zeit, braucht man weniger Raum und braucht man kleinere Lichtquellen. Das stimmt überhaupt nicht. Stillleben brauchen meistens genauso viel Platz wie People-Aufnahmen und Porträts. In diesem Sinne, eine neue Anregung. Bleiben Sie dran. Viele Grüße aus dem X-Lab aus Berlin, Rüdiger Schätztag.